des Reinhold Roth. Am 5. Mai in Jarama auch die Aufholjagd eines ehrgeizigen Motorradrennfahrers, der lange erfolgreich bei deutschen und europäischen Wettbewerben mitfuhr und nun in der Weltmeisterschaft die Größten seiner Zunft herausfordern und besiegen will. Fahrer wie Freddy Spencer, Tony Mang, Martin Wimmer, Carlos Lavado oder Manfred Herwig. Trotz der Startprobleme wird der 5. Mai ein guter Tag für Reinhold Roth. Auf seiner veralteten Römer Jochum, einer modifizierten Yamaha, kämpft er sich von ganz hinten bis auf den 5. Platz vor und gewinnt damit 6 Punkte in der Weltmeisterschaftswertung. Muss ich unbedingt was ausprobieren, Vergaser von unten raus. Beim Fahren geht es gut von unten, aber das Anlaufen muss man noch nachkriegen. Wir besuchten sein Elternhaus im Allgäu. Ein schöner Bauernhof bei Amzell zwischen Wangen und Ravensburg, der von seinen Eltern bewirtschaftet wird. Gleich daneben in diesem weißen Haus wohnt Reinhold selber. Das ist meine alte Werkstatt. Der Schuppen war vorher so, habe ich mit 2 Kumpels angebaut. Als ich fertig war, wollte mein Vater direkt wieder abreißen, weil er anfangs gegen den Rennsport war. Das war vor etwa 15 Jahren. Ketten kaputtgefahrener Kolben erinnern an die Rennen seiner Jugend. Reinhold, inzwischen 32 Jahre alt, arbeitet nur noch selten in der Werkstatt, in der er seine ersten heißen Öfen selber für die Rennen vorbereitet hat. Also der Kreidler, das war sein erstes Motorrad, ja, das er für seinen Bruder gekriegt hat. Ja. Und da ist er schon gefahren über Sessa. Das war dem schon im Blut gelegen. Also. Ja. Ja, ja, schon mit den Fahrrädern ist der gefahren wie Besesser. Das hat er vom Vater, nicht? Sie sind Radrennen gefahren. Ja, Radfahrverein, ja. Radfahrverein, ja. Hat man früher da, mal da war, sind wir so 5 gefahren, 5. Und da hat der erste Preis geholt, der zweite, mein Bruder, der dritte. Und 5 Preise hat es gegeben. In der Familie? Na? Aber Sie haben den zweiten Platz gemacht. Ja. Und mein Bruder, der dritte, ja. Mhm. Und da hat der Reinhold vielleicht doch das Rennfahrerblut von seinem Vater. Ja, ja. Ja, ja, der war für Kleinöfen, war immer so ganz schlank und gering, ja, aber werbsig und flink wie ein Wiesel. Ja, ja, ja. Sind Sie jetzt? Das geht dann bis heute noch nach. Sind Sie jetzt stolz auf ihn? Ne? Ja. Okay. Erzählen Sie mal, was fühlen Sie denn so, wenn er zum Rennen fährt, wenn er... Ja, ich sage am Lied kann nichts tun, wie Bert dafür, dass du wieder gut heimkommst und ja. Sind Sie schon mal zu einem Rennen selber gefahren? Nein. Hm. Warum nicht? Ist es zu weit oder haben Sie Angst? Oh ja, das ist zu weit und die haben Angst. Wenn es am Fernseher kommt. Ja. Na Gott. Da bin ich. Da ist mal gekommen von Aachen, wo der Anton Mang auch gefahren ist. Und das war ein. Jeder hat will ein Erster werden und war so. Und da bin ich gar nicht so gegangen, sie können mit ansehen. Mhm. Sind nicht mehr zugeguckt? Nein. Sonst gucken wir schon wie am Sonntag. Ja. Mhm. Die Startnummern richten sich nach der Platzierung des Vorjahres. Da Reinhold in der 250er-Klasse erstmals an der Weltmeisterschaft teilnimmt, hätte man ihm eine 50er- oder 60er-Nummer zugeteilt, ihm selber war aber die 13 lieber, die keiner der anderen Fahrer tragen wollte. Sein Handicap ist eher das Motorrad, das von einer schlitzgesteuerten Maschine angetrieben wird. Diese unmoderne Methode regelt den Austausch zwischen frischer und verbrauchter Luft im Vergaser schlechter als etwa eine membrangesteuerte Maschine. Die Firma Römer, vor allem bekannt durch ihre Schutzhelme, sponsert Reinhold Roth und Harald Eckel, der in der gleichen Klasse fährt.
Zusammen mit den Beträgen, die kleinere Sponsoren zuschießen, kommt für die Saison etwa eine halbe Million zusammen. Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass allein die Honda von Freddy Spencer, also nur das Motorrad, etwa das Doppelte gekostet haben soll. Anton Werren, Römer-Manager, fungiert als Rennleiter des kleinen Teams. Jedem der beiden Fahrer stehen zwei Mechaniker zur Seite. Bei Reinhold sind dies Schorsch rechts und Brian zweiter von rechts. Ein Engländer mit ewig skeptisch blickendem Gesicht. Kette da mal rum und gucke, dass die Übersetzung steht fest, dass wir mit der Axt weit vorkommen. Leichte Glied rausmachen. Das wird zur Radstand. Links Werner Jochum, Besitzer einer kleinen Werkstatt in Kruft bei Koblenz. Er hat das Fahrgestell gebaut. Das ist äußerst. Jeder hat eine Schulze gereicht. Dann machen wir das alles. Die bloß bist du kurz. Wir waren einmal drei Tage lang zwischen den Rennen mit Reinhold Roth zusammen. Drei Alltage, die hinter dem Visier des Helmes einen Menschen zeigen, den man bald schätzen lernt, zu dem man spontan Vertrauen fasst. Roth, hallo, servus. Ein kleines Problem hätte ich. Kommst du nach Hockerheim? Danke. Ich soll drei Drehzahlmesser haben. Der erste Tag, Telefongespräche, Organisation, während Ehefrau Elfriede mit Sohn Matthias spielt. Roth, grüß Gott, der Herz. Wegen Freitag rufe ich an. Ich wollte bloß noch mal wissen, wann das losgeht. Um den bescheidenen Jahresetat voll in den direkten Rennbetrieb fließen zu lassen, übernimmt Reinhold Aufgaben, die in Werkteams von vielen Hilfskräften durchgeführt werden. Diese Telefongespräche dienen dem Umbau eines Linienbusses zum Werkstattwagen für die Rennstrecke. Fahrer und Mechaniker machen das selber. Es fehlt gerade Holz, Reinhold soll es besorgen und nach Koblenz bringen. Dazu braucht er einen Kleinbus und ein rotes Kennzeichen vom Landratsamt. Da sollte ich noch was ausbauen drinnen. Und dann könnt ihr am Sonntag, wäre ich fertig mit dem Auto, wieder zurückfahren und am Montag die Nummer wieder bringen. Das ist gegangen. Dann würde ich morgen früh reinkommen und eine holen. Also, tschüss. Am frühen Morgen des zweiten Tages hat er das Holz bereits aus Isny geholt und dann macht er sich auf den Weg nach Koblenz, über 500 Kilometer. Vorher aber ein Umweg über Ulm. Dort residiert ein Mitsponsor, der mit Reinhold Roth für sein Motoröl wirbt und Fotos für einen Werbeprospekt braucht. Als er dort ankommt, ist sein Arbeitstag schon 6 Stunden alt. Ruhig und geduldig lässt er alles über sich ergehen. Mehr noch, er spielt mit wie ein Profimodell. Dann ist es früher Nachmittag und Reinhold wird mit seiner Holzladung dringend in Kruft bei Koblenz erwartet. Bisschen mehr Grad? So, ja. Am späten Abend, kurz vor 22 Uhr, kommt er endlich an. Das ist der Bus. Arbeit dabei. Arbeit die Ehre. Und? Alles dabei. Die Werkstatt. Hier steht seine Maschine, mit der er am nächsten Morgen Testfahrten auf dem Hockenheimring machen will. Müssen wir so einen Schutz drüber machen? Weil die Kulisse, die Kette läuft da genau drüber. Müssen wir so ein bisschen machen, wir so einen Stahlschutz drüber. Weißt du, so ein Stahlblech drüber? Unten zusammenklammern. Genau. Und dann ist ein Schutz, dann kann er nicht durchschleifen. Sonst sägt uns das, wir haben noch das Rohr da. Ja. So, was haben wir noch? Und dann haben wir bald alle Kinderkrankheiten weg. Dann Arbeit im Bus bis spät in die Nacht zusammen mit Teamkamerad Harald Eckel.
3 Stunden Schlaf und früh am nächsten Morgen nach Hockenheim. Testfahrt. Vorbereitung auf den großen Preis von Deutschland, Abstimmung des Fahrwerks und vor allem das Problem, die Maschine zum Anspringen zu bringen, den Albtraum beim Start stehen zu bleiben, endlich zu besiegen. Sind es die Kerzen, die Zylinder, ist es der Vergaser? Man hat das Problem noch nicht im Griff. Reinhold, Elfriede und Matthias Roth im Wohnmobil auf der Fahrt zum Rennen. Solange der anderthalbjährige Junior nicht zur Schule muss, wird das so bleiben. Mit Ausnahme von Kialami in Südafrika fährt die Familie gemeinsam überall hin, wo Reinhold um die Weltmeisterschaft antreten muss. Elfriede Roth ist Rennfahrerfrau mit Leib und Seele. Sie lernte Reinhold bei einem seiner ersten Rennen als Zuschauerin kennen und blieb bei ihm, steht voll hinter seinem Beruf. Gartner 18, Sarron 15, Heslem 11, Radiges 9. Wollen wir kurz 2 Runden vor Schluss fahren, aber, ja. Und da ist der Wagen und der Lavada hat so... Toni hat noch mal eine Zeit nachgelegt. Rötterisch ist der Toni und fährt der Lavada von der Tour. Bei der Creme de la Creme stand noch vorne. In der ersten Reihe. Ja. Das ist schön. Da muss er bloß Szenen aus dem Familienleben in Misano, Assen, Hockenheim, Le Mans oder wo auch immer um WM-Punkte gefahren wird. Sind wir schon soweit? Ja, ja. Spatzel. Matthias, hab schon ein bisschen gegessen. Kommt du mal schön essen. Guck da hin. Ja. Das ist dein Stammplatz. Hast du schon Hami-Hami gemacht? Ja. Will nichts mehr. Schon sein. Na, ist der Papi jetzt was. Schauen wir mal was, ne? Herr Wolfen, kommen Sie bitte zum Fahrerlager-Eingang. Ach, pass auf, okay. Will ich auch eine Dusche? Elfriede hat 8 Geschwister. Vor allem Bruder Manfred fährt oft mit und hilft als Mädchen für alles. So was. Das ist eine Katastrophe. Hey, geh doch nicht so. Das Wichtigste ist, es gibt mir die innere Ruhe. Zwischen den Trainings kann ich mich mit der Familie viel besser entspannen, als wenn ich allein wäre. Und wenn sie jetzt zum Beispiel daheim wäre, dann hätte ich bestimmt Heimweh nach dem Kleinen und nach der Frau. Das beunruhigt einen dann auch. Man ist jetzt so ausgeglichen. Und was die Arbeit anbetrifft, die Fanpost wird immer mehr, macht sie zum Beispiel. Und wenn ich immer unterwegs bin, dann macht sie die ganze Organisation. Ich schreibe alles auf ein Blatt und sie erledigt das für mich. Und das ist schon... Also ich finde, wir haben ein super Verhältnis, wir harmonieren richtig zusammen und das macht einem riesigen Spaß. Und erleichtert dir auch deine Arbeit? Es läuft so optimal. Ja, ja. Wunderbar. Ich könnte mir das besser vorstellen. Vorbereitung auf das Rennen. Großer Preis von Deutschland in Hockenheim.
Papi muss jetzt Renner fahren. Ah. Zu Papi. Wieder in der ersten Reihe neben Spencer, Wimmer, Mang und Lavado. Ob der Start endlich einmal gelingt? Er kommt als 31. weg und wird schließlich 11. Geh mal zum Papi, tu mal ein bisschen tröste dein Papi. Komm, der ist traurig. Oh, mit denen fahren wir heim. Ja. Genau. Ja. Geh mal zum Papa. Hm, Schlüssel, ne? Danke. Die Familie der schönste Trost dann, ne? Mhm. Du scheinst heute besonders deprimiert zu sein. Ja, ist schon. Ja. Ja, daheim kommt ja, viel mehr drin gewesen. Das ist es. Und ich war von der Zeit her gut dabei. Mhm. Und da hat es schon warm ab gut gelaufen. Ich denke, dass die schneller. Ich wollte noch Starts probieren. Ich habe gemeint, sie hat wieder detoniert. Aber weil ich mit offenem Visier gefahren bin, hat sich das anders angehört. Ich kriege andere Geräusche mit. Das ist unser erstes Problem, wo es zu bewältigen ist. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Ist ja immer so, beim Warm-up, beim Start. Zuletzt in Spanien dasselbe, beim Warm-up, beim Start. Die ist Vergaser, entweder ist sie, glaube ich, unter zu fett, weil sie so schlecht anspringt. Und dann mache ich einen Kurzschlussschalter, dass ich mehr Frischgas reinbringe beim Abstellen. Ja, das ist der Martin auch, oder? Mhm. Okay. Mhm. Das nächste Rennen kommt. Mugello, da kann er dann wieder. Aber Sicherheitstraining, da strengt er sich an und fährt. Und wenn man dann von der Seite sieht, dass er weiter vorne mitfahren kann. Für mich ist wichtiger, dass ich jedes Rennen im Ziel bin, mit Punkten. Gell? Im Ziel mit Punkten. Und der eine Punkt ist mir halt durch Klappe gegangen. Das hätte wahrscheinlich viel mehr sein können. Wenn man starten könnte und das Ding anspringt. Können wir bloß hoffen, dass wir bis zum nächsten Mal alles richtig machen. Nee. Musst du selber mit fertig werden. Keine Pfeife? Und so verliefen die ersten 6 Rennen der Saison. Technischer Defekt in Kyalami, Platz 22. Großer Preis von Spanien in Jarama, 5. Platz, 6 WM-Punkte. Großer Preis von Deutschland in Hockenheim, 11. Platz, kein Punkt. Großer Preis von Italien in Mugello, 8. Platz, 3 Punkte. Großer Preis von Österreich auf dem Salzburgring,
ausgeschieden wegen technischen Defekts. Großer Preis von Jugoslawien in Rijeka, 7. Platz, 4 Punkte. Und großer Preis der Niederlande in Assen, 8. Platz, 3 Punkte. Herr Damm, Sie sind Motorsport-Experte, Sie sind Autor verschiedener Bücher über den Motorsport, Sie kennen alle Fahrer seit Jahrzehnten schon. Würden Sie uns einmal ein Urteil über Reinhold Roth als Fahrer geben? Ich kenne Reinhold Roth seit einigen Jahren und beurteile ihn natürlich hauptsächlich nach seiner Fahrtechnik. Und da kann ich aus meiner Beurteilung heraus sagen, dass er sicher zu den weltbesten Fahrern gehört, was gerade diese Sache anbelangt. Im Allgemeinen, wenn Sie es jetzt mal rein von der Fahrtechnik her betrachten, hätte er sicherlich die besten Chancen, vorn mitzufahren, wenn eben alles mit der Maschine stimmen würde. Und das stimmt leider Gottes manchmal nicht. Er hat oft sehr gute Trainingszeiten und im Endeffekt Startschwierigkeiten dann, also Probleme mit der Maschine, sodass er von sehr weit hinten nach vorn fahren muss. Das hat sich also gerade in der letzten Zeit sehr oft gezeigt. Und das ist natürlich bei einem solchen Weltklassefeld an Fahrern ist das natürlich sehr, sehr schwierig, wenn sie aus der 28. Position herausfahren müssen oder aus der 30. Position und dann doch, wie er es ja schon einige Male gezeigt hat, auf dem 7. oder 8. Platz landen. Manche Rennfahrer sind nicht besonders glücklich über die zahlreichen Fans, die ständig auf der Jagd nach Autogrammen durch das Lager ziehen. Reinhold zählt nicht zu ihnen. Wer auch immer zu ihm kommt, mit welchem Wunsch auch immer, er wird freundlich empfangen und bekommt, was er haben will. Man spürt, dass sich hier nicht nur ein Profi gut verkauft, es entspricht einfach seiner Wesensart. Jetzt ist der Tiger auch noch auf dem Bild. Na. Entschuldigung, habt ihr Moment Zeit? Neueste, aktuellste Papier. Danke. Schön. Ist da? Ja. Das ist ein delikater Platz, um Autogramme zu geben. Das sind die angenehmen Zeiten. Die Fans mögen ihn. Und so haben sich Reinhold Roth Clubs gebildet, die, wann immer es geht, bei den Rennen dabei sind. Zum Beispiel dieser Fanclub aus dem Oberbergischen. Hallo, grüß Ihnen am Abend. Ja, ich glaube, Sie. Ja, okay. Cool, Christian, cool. Hast du gelächelt? Wir haben deine Tabakmarke, die du dir ausgesucht hast. Oh. Ausgesucht. Und möchten dir herzlichen Dank. Einmal überreichen. Einmal. Zweimal. Mehr wirst du sehr wahrscheinlich nicht in die Hand kriegen. Die anderen lasse ich hier drin. Es sind noch mehr. Reinhold ist echt in Ordnung. Ist ein bisschen Kumpel, ne? Ja. Muss sagen, ja. Wir finden am Reinhold so super toll, weil er trotz seiner Erfolge als Motorradfahrer, er ist Mensch geblieben und seine Fans, er begrüßt seine Fans und ist zu seinen Fans also unheimlich aufgeschlossen. Er ist ein wunderbarer Mann und deswegen... Und gibt gut Gas. Gibt gut Gas, ja, als Deutscher. 7. Juli, eine Stunde vor dem großen Preis von Belgien in Spa. Reinhold Roth übt den Start, oder muss man sagen, den Fehlstart. In Spa fährt er ausnahmsweise nicht mit der 13, die Rennleitung hat ihm Nummer 38 zugeteilt.
Brians Gesicht spricht Bände. Kurz vorher hatte ich dieses Gespräch mit Elfriede Roth. Wie sieht es denn so aus, wenn so ein Rennen näher kommt? Wenn Sie also an irgendeine Strecke fahren, wie jetzt hier nach Spa, sind Sie dann beklommen? Machen Sie oder denken Sie überhaupt nicht an die Gefahr, die sich daraus ergibt? Also, der Renntag ist am schlimmsten. Und vorher die Trainingstage, man denkt schon dran, aber durch das, dass ich jetzt ein Kind habe, werde ich doch etwas abgelenkt. Ich bin nicht mehr an der Boxe oder nicht mehr so oft wie früher. Und durch das finde ich es nicht mehr so schlimm. Sie sind dann, wenn, während er fährt, wenn Sie nicht an der Box sind, sind Sie mit Matthias, mit Ihrem Kind zusammen? Ja. Wie vertreiben Sie sich dann diese Stunde? Diese? Ach, jetzt heute früh zum Beispiel, da habe ich geduscht. Beim Training, ja, also trainiert. Ja. Aber ich denke schon immer dran und was für mich, ich hab irgendwie ein bisschen Glauben und bete viel. Also für mich. Und das hilft mir irgendwie drüber weg. Sie sind beide religiös, ja? Ja, also Reinhold auch. Wir zeigen das bloß nicht so, aber ich habe schon Glauben. Und ich glaube auch dran, wenn ich also bete, dass mir das hilft. Auch an der Boxe, wenn es sein muss. Wie zum Beispiel in Spanien war ich furchtbar aufgeregt. Da habe ich jede Runde gebetet, dass es klappt. Und sagt er dann auch? Ja, schon, ja, ne? Doch. Und ich glaube auch daran. Also es hilft mir sehr, sehr viel. Was empfinden Sie denn als seine Frau, wenn Sie an der Box stehen und es ist ja sicher schon ein paar Mal passiert, dass dann über den Lautsprecher die Information kommt, Reinhold Roth ist gestürzt? Na, schon, jetzt im Moment ein furchtbarer Schlag und eine Aufregung. Und, aber ich bin jetzt so weit, dass ich abwarte. Früher war ich noch viel nervöser und habe gedacht, jetzt muss ich gleich schauen, bin losgerannt zum Veranstalter, ob ich die Information kriege, was passiert ist, ob er gesund ist. Und das ist das Wichtigste dabei. Aber jetzt, man lernt immer dazu und man wird einfach ein bisschen ruhiger. Abschied vor dem Start. Und der verläuft wie gewohnt. Er kommt schlecht weg, etwa als 20. Und jagt hinterher, ebenfalls wie gehabt. Reinhold Roth mit der 38 in der ersten Runde. Die vorher beim Training festgelegten Bremspunkte haben ihre Bedeutung verloren. Er riskiert viel, um in die Gruppe der ersten 10 hineinzufahren und damit in die WM-Wertung. Und dabei passiert's. Reinhold Roth stürzt in der zweiten Runde, gemeinsam mit Hans Lindner, dem jungen Österreicher. Nach der Lautsprecherdurchsage Aufregung an den Boxen. Anton Wern läuft zur Unfallstelle. Krankenwagen, Ungewissheit. Und dann nach einer halben Stunde das erlösende Bütin. Der Rennleiter hat sich darum bemüht, die Informationen zu bekommen. Seiner Information nach hat der Reinhold Schlüsselbein gebrochen. Genaues weiß er nicht. Er ist mit dem Helikopter nach Lüttich geflogen worden. Und Sie fahren jetzt in die Klinik und besuchen? Ja. Pflegen ihn gesund. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Es war ein Schlüsselbeinbruch mit Gehirnerschütterung. Eine Woche danach. Warum ich das gemacht habe, mit Absicht mal ganz bestimmt nicht. Und was für ein Fahrfehler ich da begangen haben soll, kann man es nicht denken. Auch nicht beim Anschauen der Fernsehbilder. Es gibt ja. Ja, ich habe mir das in Zeitlupe und Standbilder ganz genau angeschaut. Ich kann mir das höchstens so vorstellen, der Hans wollte seinen Vordermann überholen und hat rausgezogen und ist somit in meine Linie reingefahren und ich habe mehr Schuss drauf gehabt wie er und wollte nur ausweichen und durch das, man sieht es auf dem Bild, rutscht mir einmal das Hinterrad und dann das Vorderrad weg.
dass ich zu viel korrigieren haben müssen und mich da im vierten Gang mit ziemlich ausgedrehtem Motor, das sind 180 bis 200 km/h, und dass ich da auf einer Strecke von 20 Metern 5 Meter ausweichen kann, das ist ganz logisch. Reinhold, das Problem nach solch einem Unfall wieder anzufangen, nach einem Unfall, den man gut überstanden hat, wie bewältigst du das am besten? Der Idealfall ist, wenn ich nicht verletzt bin, so schnell wie möglich wieder auf dem Motorrad zu sitzen und zu fahren, vergisst man das Ganze am schnellsten. Jetzt in dem Fall habe ich eine Verletzung gehabt. Ich hätte aber sowieso vorgehabt, vor Le Mans ein anderes Rennen zu bestreiten. Und in Le Mans war ich, damit ich wieder ein hundertprozentiges, sicheres Gefühl habe beim Fahrer, vorsichtig beginne und mich an die Rutschgrenze der Reifen wieder rantaste und somit mich dann auf dem Motorrad wieder wohlfühle und dass ich sagen kann, das, was ich mache, das ist hundertprozentig, das kann ich voll vertreten. Und wenn du die Ursache des Unfalls herausgefunden hast, dann hast du auch keine Angst? Die restliche Angst verliere ich dann beim Wiederfahren. Und wenn ich die Ursache weiß, zum Beispiel jetzt angenommen, ich habe den Fahrfehler begangen oder hätte ich das nicht gemacht, wäre der Unfall nicht passiert, dann ist das wesentlich besser, als wenn ich im Ungewissen bin. Und die Ungewissheit habe ich beim nächsten Fahrer wieder. Und wenn ich weiß, bums, ich habe da nicht zu stark gebremst oder ich habe das falsch gemacht, das mache ich nie mehr und dann passiert mir der Unfall auch nie mehr. 1. September, großer Preis von San Marino in Messano an der Adria. Letztes WM-Rennen der Saison. Reinhold startet aufgrund der Trainingszeiten aus der vierten Reihe, steht ganz hinten in der Mitte, verdeckt von Nummer 32. Und dann passiert das, worauf er seit 11 Rennen wartet. Ein Bilderbuchstart. Er schießt vor in die Spitzengruppe, hält sich lange auf Platz 7. Aber dann plötzlich treten Probleme am Fahrwerk auf. Er fällt zurück auf Platz 10. Immerhin noch ein Punkt für die WM-Wertung. Siebter, weil ein Buch vom Harris, Nummer 7 nächstes Jahr. Echt, wenn du siebter gemacht hättest, ja, dann wärst du ein Buch vom Harris. Ja. Oh, schade. Er hat sich ein bisschen verrechnet. Reinhold Roth wurde insgesamt Neunter der Weltmeisterschaft, trotz einer nicht mehr ganz konkurrenzfähigen Maschine. Und so lief die zweite Hälfte der Saison ab. Beim großen Preis der Niederlande in Assen wurde er Achter, 3 WM-Punkte. Sturz beim großen Preis von Belgien in Spa. Le Mans, großer Preis von Frankreich, ausgeschieden mit technischem Defekt. Und dann sein größter Erfolg im Regenrennen von Silverstone. Er überholt Weltmeister Freddy Spencer Nummer 19. Der Regen macht die Unterlegenheit des Materials wett. Und hinter Tony Mang wird Reinhold Roth Zweiter im großen Preis von Großbritannien. 12 Punkte für die Weltmeisterschaft.
Zum ersten Mal auf dem Treppchen. Großer Preis von Schweden in Anderstorp, 13. Platz. Und schließlich in Messano, 10. ein WM-Punkt. Insgesamt 29 Punkte, 9. Platz. Im nächsten Jahr fährt er mit einstelliger Startnummer. Da beginnt die Weltklasse. Seine Aufholjagd hat ihn nach vorn gebracht. Und die Jagd geht weiter, mit guten Aussichten. Die Reifen zum Beispiel spielen eine ganz wichtige Rolle. Mischung und Schnitt können Sekunden bedeuten und die im Rennsport dominierenden Produzenten beliefern nur wenige Spitzenfahrer mit ihren Spitzenprodukten. Seit Misano gehört Reinhold Roth zum Kreis der Auserwählten. Michelin stellt ihm die neuen Radialreifen zur Verfügung. Die besten Reifen helfen jedoch nicht viel, wenn sie auf eine nicht mehr konkurrenzfähige Maschine gezogen werden. Nun, auch hier scheint sich für Reinhold Roth und seine Aufholjagd einiges zum Guten zu verändern. Das sagt der Manager, der Sponsor. Wir sind mit dem Verlauf der Saison, wie sie jetzt geendet hat, sehr zufrieden nach den Problemen, die wir am Anfang hatten. Mit Tuning, mit Material. Herr Roth hat sicher aus der jetzigen Saison das Beste gemacht, was er machen konnte. Und wir gehen frohgemut in die nächste hinein. Er ist mit einem sehr guten Helm gefahren. Wird er in der nächsten Saison auch mit einer sehr guten Maschine fahren? Die Verhandlungen laufen im Moment. Ich werde heute Abend eine weitere voraussichtlich haben. Wir haben von zwei Werken Angebote. Nennen Sie Namen? Honda und Rotax im Moment. Wir werden die Angebote prüfen und das Bestmöglichste für ihn nehmen. Reinhold Roth, die Saison ist zu Ende, 12 WM-Rennen. Ist man danach nicht ein bisschen müde und sagt, jetzt kann ich kein Motorrad mehr sehen? Also mir tut eine kleine Pause jetzt ganz gut. Und viel länger wie 4 Wochen werde ich mir da nicht gönnen. Und dann geht die Vorbereitung schon wieder los. Im Moment sind noch alle Verhandlungen zum Erledigen. Ich glaube, so Mitte November kann ich mir 14 Tage Urlaub gönnen. Und dann geht ganz intensiv körperliches Training los. Und damit wir für die nächste Saison den 8. Platz verbessern können. Freust du dich schon auf die nächste Saison oder sagst du jetzt erstmal, Gott sei Dank ist alles vorbei? Momentan ist die Pause wichtiger. Nach 12 Grand Prix hat man schon einiges auf dem Buckel, die Reiserei und die Renner und viele Trainings. Und ein kleiner Abstand von der Sache tut er ganz gut. Ja, also du hast es schon gesagt, es war viel Einsatz, viel Arbeit, viel Mühe und auch sicher viel Gefahr. Wenn man sich dann am Ende eines Jahres fragt, hat sich das gelohnt? Zu welchem Ergebnis kommst du dann? Für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil Rennfahrer ist mein Beruf. Und ich habe in dieser Saison eine Serie oder einige Zeit gehabt, wo ich ziemlich viel gestürzt bin. Und das hat mir für den Rest der Saison doch ein bisschen der letzte Pfiff am Fahrer genommen. Und das vergisst man aber über den Winter wieder. Wir haben ja schon mal bei mir zu Hause darüber gesprochen, wie das ist. Bis zum Frühjahr bin ich auf jeden Fall, wie es die Vergangenheit auch gezeigt hat, wieder voll hergestellt und ab Weihnachten ist man wieder ganz gierig auf Motorradfahrer. Man soll ja nicht über Geld sprechen, aber kannst du mal ungefähr ausdrücken, was du finanziell von solch einer Saison hast? Oder wie überhaupt deine wirtschaftliche Situation durch den Beruf Motorradrennfahrer gesichert wird? Also es ist ein bisschen wechselhaft. Das Einkommen ist natürlich vom Erfolg hauptsächlich bei mir abhängig. Ich bin durch Römer, aber durch regelmäßiges Gehalt soweit abgesichert. Und als guter Facharbeiter oder so kann ich nie an so eine Summe kommen wie jährlich verdienen. Weil das ist durchs Grundgehalt schon gegeben. Gell?
Also es besteht, würde auch für die Familie Sicherheit bestehen, wenn dir mal, was Gott verhüten möge, irgendwas passieren würde und du zum Beispiel nie mehr fahren könntest. Das ist ganz sicher so, weil ich habe eine Familie, Frau und Matthias, und da ist mir das schon arg am Herzen gelegen, falls mal was passiert. Kann ja jedem mal was passieren, das muss nicht der Rennsport sein, ich kann auch auf der Straße verunglücken oder sonst was. Da ist schon solide Absicherung vorhanden. Matthias ist jetzt knapp 2 Jahre alt. Wenn der irgendwann mal kommt und sagt, Papa, ich möchte auch Rennfahrer werden, was wirst du ihm dann antworten? Das ist recht schwierig. Ich habe mir nicht arg Gedanken darüber gemacht, aber wenn er jetzt auf seinem Spielauto rumfährt und kippt um und so, ich glaube, ich hätte schon arge Sorge um ihn, wenn er auch Rennen fährt. Aber ich lasse die Entscheidung ihm ganz frei und ich dränge ihn nicht dazu, dass er das machen soll.